Ja, meine Freunde, ich begrüße euch herzlich zurück zu einer neuen Ausgabe unseres täglichen Formats Daily Dose Runes of Magic. Zuallererst werden wir mal ganz kurz Richtung Heftnerlager zurückkehren. Wir werden nämlich heute ja unsere, wie angekündigt, unsere Elite-Fertigkeiten jetzt hauptsächlich erstmal alle mit dem Schurken holen. Ja. Ja, das ist erstmal der erste Plan. Mal gucken, wie lange das so dauert. Einen kurzen Blick auf die Uhr. Zack, perfekt. Ja. Ansonsten, was gibt es zu sagen und nicht zu lügen? Eigentlich aktuell wieder nicht viel. Es ist endlich Wochenende, tatsächlich. Ja, so schnell vergeht eine Woche. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, irgendwann mit der Woche begonnen zu haben. So, keine Ahnung, irgendwie ging es sehr, sehr schnell um. Er hat ein paar Ladehemmungen heute, merke ich. Postfach ist nichts, das ist schon mal gut oder nicht gut, je nachdem, wie man es sehen möchte. Wo haben wir unsere alten Beutel? Da haben wir die alten Beutel. Sind wahrscheinlich nicht genug, um alle Fähigkeiten mit allen Klassen zu holen. Ja. Ich müsste mal kurz wissen. Wir haben hier den Elite-Fertigkeiten-Trainer, genau. Oh Gott, wie war das? Achso, da. Es gab einen speziellen Trainer hier für Zwerge, genau das. Welche Fertigkeiten kann ich lernen? So, 35. Unser Priester ist Stufe 30. Das wäre furchtlos. Haben wir die Fähigkeit furchtlos schon bekommen? Das müssten wir jetzt checken. Stufe 25. Schattenläufer, genau. Den Schattenläufer haben wir ja schon. Hinterhalt während des Kampfes. So. Stufe 25, danach war die 30. Die 30, die furchtlos, haben wir wahrscheinlich noch nicht. Das heißt, das wäre unsere erste Elite-Fertigkeit, die wir holen. RIP. Genau, Stufe 30. Wupp. So, jetzt haben wir die Fähigkeit furchtlos erlernt. Wo ist sie? Da ist sie. Jetzt schützt 10 Millisekunden vor Furcht. Das ist sehr gut. Zack, nehmen wir natürlich mit. Ach so, ja, das war ja bei den Zwergen verbuggt mit den Ausbildungszertifikaten. Das heißt, wir können das Stufe 30er Zertifikat jetzt noch ein paar Mal benutzen, tatsächlich. Aber was wir jetzt zuerst machen werden, mit dem Priester als Sekundärklasse können wir keine weiteren Fähigkeiten erlernen. Das müsste ja der Priester jetzt höher sein. Aber unser Hexenmeister ist ja auch Stufe 50. Das heißt, wir können jetzt alle Elite-Fertigkeiten mit dem Schurken Hexenmeister holen. Und anschließend andersrum mit dem Hexenmeister Schurken. So, Schurke Hexenmeister. Welche Elite-Fertigkeiten haben wir da schon? Das weiß ich natürlich auch noch überhaupt nicht aus dem Kopf. Energiebewahrung haben wir. Ein LP-Wert von weniger als 75%, bla bla. Achso, genau, können wir Lebenspunkte regenerieren mit. Welche Fertigkeiten kann ich lernen? Dunkle Seelenbarriere sogar zuerst. Wo ist die denn? Ach da. Dunkle Seelenbarriere. Barriere wird Ausweichstufe aller. Okay, das haben wir. Das nächste ist Energiebewahrung, das haben wir hier. Danach kommt Seelenstich. Das haben wir hier. Das ist magischer Schaden sogar. Aha. 25, 30. Einsatzbereitschaft haben wir. Wilde Angriffe und Ausweichen. Ausweichen haben wir hier. Und wilde Angriff müssen wir irgendwo dann davor haben, ne? Boah, kommt das später. Hier kommt das, okay. Einsatzbereitschaft haben wir. 35. Präzision der dunklen Seele. Das haben wir wahrscheinlich nicht. Genau. Das heißt, wir müssen die 35 erlernen, richtig? Ja. Zack, nehmen wir uns das Ausbildungszertifikat. Stufe 35. So. Bing. Präzision der dunklen Seele. Seelenpein benötigt keine Zauberzeit und die physische Verteidigung des Seals. Seelenpein, welcher Zauber ist denn das? Das ist ein Zauber des Hexenmeisters, so. Ja, Seelenpein. Sehr gut. Dann ist der sogar brauchbar für uns als Schurke mittlerweile.
jede Sekunde ein bisschen Schaden und 2% weniger Verteidigung. Wenn ich den ins hohen Stuch ziehen würde, bleibt es aber bei 2%. Das ist ein bisschen schade. Gut. Das heißt, 35 haben wir gerade erlernt, ne? Dann kommt die 40. Schnelligkeit der Seele. Zack, Stufe 40er. Warum war sie? Hier, Schnelligkeit der Seele erhöht Geschicklichkeit 30 Sekunden lang um einen gewissen Wert. Sogar der prozentuale Wert steigert, wenn ich das mal jetzt möglichst hochziehe. Dann kann man da eine ganze Menge Geschicklichkeit hinterher rausziehen, mit dem durch den prozentualen Anteil. Nicht schlecht. So, dann machen wir mal die 50er. So. Stufe 50 haben wir dunkle Seelenschwärze gelernt. Wenn ihr euch im Zustand giftig befindet, können normale Angriffe zusätzlichen dunklen Schaden verursachen. Ich habe den Zustand giftig eigentlich total immer vergessen. Natürlich, ich kann den hier so machen. Verbraucht aber Giftflaschen, aber für 900 Sekunden haben normale Angriffe eine 50%ige Chance, das Ziel zu vergiften und dadurch dessen Angriff um 2% zu sinken. Die Fertigkeit kann jetzt so viel mehr akkumuliert werden und verursacht dunklen Schaden. Kosten eine Flasche voll Gift. Ja. Müssen wir wohl dann häufiger benutzen, ne? Und zuletzt die Level 50er Fertigkeit. Da haben wir sie. Bam, bam. Warte, meistens. Sechs Meister ist auf Stufe 50. Vielleicht müssen wir aber für den Sechsmeister ebenfalls die ganzen Elite-Fertigkeiten kurz mal holen. Also gehen wir kurz rüber und holen auch nochmal ein ganzes Paket an. Ja, gut, für die Elite-Fertigkeiten-Zertifikate müssen wir jetzt nicht nochmal holen. Das ist ja ein bisschen der Bug bei den Zwergen. Aber gut, das können wir ja trotzdem mal eben fix machen. So, machen wir ganz kurz einen Tausch. Hexenmeister, Schurke. Ja, wir sehen hier, wir können quasi keine Fähigkeit gerade benutzen. Aber das kommt doch nur, weil wir keinen Fokus hatten. Jetzt hat sich der Fokus so halbwegs wieder regeneriert. So, wir haben eine neue Fähigkeit gelernt. Welche war, ist das denn? Geistbelegung, ne? Verleiht euch einem Ziel, nachdem Willenskraftling oder ein Willenskraftkonstrukt enden. Sehr wahrscheinlich. So, welche Fähigkeit war das? 35 oder was? Ja, ne? Da waren sie sich mal wieder nicht einig. Hier steht was von 2 Psi, hier steht ein Psi. So, das war die 35er, das heißt noch die 40er und 45er. So, Leid der Auflösung. Im Willenskraftkonstrukt können wir es benutzen. Ja, befreundetes Ziel erhöht es die Aggro und reduziert die vom Zauberwirken und anderen Gruppenmitgliedern um Aggro. Das heißt, wenn wir es. Das ist ein richtig geiler Support-Skill, stelle ich gerade mal so fest. Das ist so richtig geil. Hochgezogen. Ja, 15 plus Prozent weniger Aggro mehr Aggro für den Tank und 15 plus weniger Aggro für uns. So, Ende die Ideen. Verursacht 80 dunkle Schaden, wenn die LP des Ziels unter 35% liegen. Erhält der Zauberwirker jede Sekunde eine Psi. Ja gut, aber das kann man erst ziemlich spät benutzen, ne? Ah. Aber es kann ja in der Willenskraftklinge benutzt werden, oder eigentlich nur in der Willenskraftklinge. Das heißt, wir können im Zustand Willenskraftklinge mehr als nur hier Willenskraftklinge nur dreimal abgetrenntes Bewusstsein zaubern, sondern dann können wir es öfter benutzen. Aber 35% ist ziemlich niedrig. Kann für gegen mehrere Gegner vielleicht sinnvoll sein. So. Und jetzt haben wir noch die Level 50 Elite-Fertigkeit gelernt. Schuld und Sühne. Verursacht Schaden. Wenn das Ziel von irgendwas anderem betroffen ist. Okay, der Schaden wird nochmal erhöht und die Dauer wird zurückgesetzt. Das heißt. Ja, die Ablenkzeit wahrscheinlich wird zurückgesetzt. Das heißt, man kann das tatsächlich sechsmal instantan raushauen, wenn das Ziel schon bereits vorgemerkt ist. So, jetzt müssen wir wieder nochmal auf den Schurken-Hexenmeister wechseln. Da 40, 45, 50. Ja, passt. Lalala. Ja, und dann sind wir auch gleich schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Das ging mal wieder enorm schnell.
Wie gesagt, wir machen noch die letzte Elite-Fertigkeit kurz fertig und dann haben wir auch den Inhalt für diese Folge zusammen. Und dann gucken wir mal, was wir in den nächsten Folgen mal Schönes anfangen. Ihr könnt, wie gesagt, ein paar Ideen auch noch in die Kommentare packen, falls euch noch irgendwie etwas ganz, ganz dringend auf den Herzen liegt oder so, was ihr unbedingt mal schon immer machen wolltet mit mir oder so. Ich bin da für Ideen recht offen. Ansonsten, jetzt Wochenende, da kann ich dann noch mal gucken, dass, ob ich mal wieder ein bisschen. Moment mal. Stufe 50. Achso, Gespenstische Angriff. Achso, das wurde uns so einfach gegeben. Okay, dann müssen wir nicht nochmal hier zurück. Verursacht Geschicklichkeit, Schaden, bla bla bla, auf Waffen, Hauptanschaden. Das heißt, wir machen einen Schaden, der physisch berechnet wird, aber dann als magischer Schaden durchgeht oder so. Okay, das ist wirklich gespenstisch. Ja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das ist am kommenden Montag vermutlich. Wie gesagt, am Wochenende werde ich hoffentlich das ein oder andere Let's Play aufnehmen. Ach so, eine kleine Ankündigung. Vielleicht, ich weiß es noch nicht sicher, werde ich heute Abend noch einen kleinen spontanen Livestream starten. Also behaltet ein bisschen Twitter im Auge oder so. Das werdet ihr aber dann auf dem Weg noch mitbekommen. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und ciao, ciao.